Okay. Dienstag, 19.55 Uhr, 33,68 mm Niederschlag. Die Polizeistation. Glauben Sie, es dauert lang? Nein, er ist bald fertig. Erstmal schön chillig. Mach dir mal den Spaß, jetzt mal die Brille auf. Du kannst jetzt einen ziemlich coolen Zeitvertreib machen gerade. Mit der Brille. Was denn, kann ich YouTube gucken? Nee. Du kannst bald spielen. Na wunderbar. Das ist doch cool. Das ist schon wieder... Warte. Ah, okay. So, ich dachte, ich kann was umwerfen oder so mäßig. So, du siehst zwar wieder jetzt Idiot für alle aus, aber... aber okay. Kann man machen. Das wird unsere Zukunft, Stevie. Nee, nicht meine. Bin nur so ein analoger Typ. Es wird irgendwann eine Zeit geben, da kannst auch du dich nicht davor... mehr bewahren. Doch. Klar. Was ist das eigentlich? Achso, das ist ein Counter. 27.000. Oder? Ach, schon gegen. Okay. Noch ein Counter. So, zack. 15. So, jetzt können wir bestimmt hier auch mal unseren hier, ne? Und so. Ich bin weg, Charlene. Ich schaue mir die Berichte später an. Sagen Sie alle Termine heute okay. ab. Okay. Oh, Captain. Agent Norman Jaden vom FBI ist hier. Hallo. Jaden, natürlich. Wir haben Sie erwartet. Ich bin etwas in Eile. Kommen Sie mit? Wir unterhalten uns auf dem Weg. Ja, sicher. Ich wollte mich bei Ihnen noch vorstellen, bevor ich mit der Arbeit beginne. Oder passt es Ihnen gerade nicht? Doch, doch. Es passt. Ich muss zur Pressekonferenz. Die sind jetzt täglich. Es ist nicht einfach, immer etwas für die zu finden. Zum Glück haben wir heute Neuigkeiten. Haben Sie schon Lieutenant Blake getroffen? Ja, heute Morgen. Lass mir ins Gesicht. Er hat seine Methoden, ist aber ein guter Mann. Sie kommen sicher gut klar. Können Sie eine Krawatte binden? Echt jetzt? Ich glaube schon. Vielleicht fragst du mal deine Assistentin. Ehrlich gesagt, ich war nicht scharf auf das FBI, aber die Presse belagert uns. Der Origami-Killer-Fall erwischte uns und ist jetzt von nationalem Interesse. Hunderte von Mördern laufen frei rum. Aber Sie wissen ja, dieser Typ ist exotisch. Hinterlässt Blumen und Origami-Figuren. Ah, Benny punktet mit einem doppelten Winzerknoten. Und wir sind der Mittelpunkt der Welt. Wunderbar. Ich bin hier, um einen Serienmörder zu schnappen. Bei allem Respekt, Sir. Alles andere geht mich nichts an. Die Haare sehen noch krass aus. Nein, natürlich nicht. Ich bitte Sie nur, aber dass was war das gerade für eine Handbewegung? Und zwar schnell. Die Presse will einen Täter. Und wir müssen ihn servieren auf einem Silbertablett. Fühlt sich komisch an. Nicht schlecht. Okay. Gehen Sie zu Charlene. Sie zeigt Ihnen ihr Büro. Kommen Sie zur Pressekonferenz, wenn Sie das interessiert. Da bekommen Sie einen Eindruck vom politischen Klima hier. Danke, Sir. Willkommen im Club, Jaden. Okay. Also lassen wir uns jetzt erstmal unser Büro zeigen, würde ich mal sagen, oder? Jo. So, Charlene weiß also, wo wir hin müssen. Warte mal. Will ich mit dem jetzt quatschen? Ich bin bereit. Sollen wir loslegen und über den Fall reden? Ich muss noch was erledigen. Wir reden später. In Ordnung? Okay. Kein Problem. Sagen Sie mir, wenn es Ihnen passt. Er hat so gar keinen Bock auf uns. Ja. Naja, mit FBI arbeitet auch wie keiner gerne zusammen. Schöne Uhr. Oh, das ist das Geschenk für unsere neuen Lieutenants. Wir kaufen bei jeder Beförderung seit 20 Jahren immer dieses Modell. Wissen Sie, sowas ist sehr nützlich und es kommt immer wieder gut an. Mhm. Sie können gern was dazugeben, wenn Sie möchten. Wir brauchen noch was.
Nein. Sei doch nicht so knitterig. Das machen die Leute, die da die ganze Zeit arbeiten. Ich bin auf Durchlauf hier. Verstehst du? Durchzug und so. Captain Perry sagt, sie zeigen mir mein Büro. Ich hoffe, ein Fall da oder soll ich noch Kohle bitte lassen? Benny ist hart auf Durchfall hier. Ja, so ist es aus. Kein Geld für sowas. Ich kenne ihn ja noch nicht mal, vor allen Dingen, weißt du, ich bin da nur für kurze Zeit hier. Ja, dann macht man sich gleich beliebt. Man öffnet dadurch Türen. Ja, solche oder was? Das? Das ist mein Büro? Metaphorisch. Sie sollen hier erstmal warten. Wenn Sie etwas brauchen, sagen Sie Bescheid. Oh, die Frise ist hart, Alter. Die Frise ist wirklich hart. So, okay, was haben wir da? Also das Büro sieht aber auch wirklich... Zeit zu arbeiten. Scheiße aus. Okay, setzen wir uns mal hin. Ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht recht täusche, ist das die gleiche Stimme wie von Alan Wake. Okay. Das kann ich, das weiß ich nicht. Ey, sag mal, wie geht ihr damit? Brauchen wir alle dich, wir haben noch Ari. Ach, einen Tisch brauchen wir auch nicht mehr, oder was? Den schieben wir zur Seite. Wir machen jetzt hier so ein Tony Stark-Ding. Okay. Oder wir arbeiten an der Wand, je nachdem. Brille aufsetzen wahrscheinlich. Handschuhe an. Schritt 1. Das Büro wechseln. Ja, ist die Stimme. So, dann mach uns doch mal ein schönes Büro. Das ist wirklich ein geiles Ding an der Brille. Nimm Herbst. Herbst ist schön. Ist das cool oder ist das cool, Alter? Das ist ein schönes Gimmick auf jeden Fall. Also. Aber ich würde dann wahrscheinlich nicht Herbst wählen. Sondern? Mars? Oder was? Was haben wir denn sonst noch Feines? Wie kann ich. Aha. Sieht nach Strand aus, ne? Ja, Strand ist auf jeden Fall mein. Ach nee, unter Wasser. Du bist unter Wasser. Oh, mein Aquarium, Stevie! So, es wurde wahr, ihr Lieben, bitteschön. Da habt ihr es. So, was haben wir noch? Arktis oder was ist das? Schau mal. Ach, Wolken, wa? Okay. Felsige Höhe. Ah, sieht geil aus, aber da kickt zu sehr meine Höhenangst. Oh, sieht aber wirklich cool aus. Okay, was haben wir noch? Weltall wahrscheinlich. Gucken wir mal. Ach, schön auf dem Mars. Öffne deinen Geist. Fände ich jetzt auch nicht so schlecht. Echt? Aber gut. Also, das würdest du Wüste vorziehen? Herbst vorziehen? Also von der Optik her, ja. Also was mir am besten gefallen hat, war natürlich die Berglandschaft. Ah, okay. Die war ganz nice. Und das Unterwasser gar nicht. Also gar nicht mal so sehr, sondern wenn dann wirklich der Mars als nächstes. Oh, schau an. Okay. Also ich würde sagen, Wald, dann... Berggipfel, dann Mars, dann unter Wasser. Okay. So, wir können uns jetzt erstmal noch die Hinweise erstmal angucken. Zim, 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 zim. So, was haben wir denn hier? Analysieren. Jetzt kommen die guten Contis. Nee. Tyron der Killer Brand. Fährt wahrscheinlich einen 83er Chevrolet Malibu. So habe ich mir das vorgestellt vorhin. Wunderbar. So. Nee, warte mal, wir konnten ja noch was anderes machen. Wir konnten noch eine Geoanalyse machen. No Data, keine Daten. Okay. Na gut, dann gehen wir zum nächsten. Und schauen erstmal. Die Orchidee. Eine verbreitete Art. Das hilft nicht viel. Ja, aber wo wird die denn gezüchtet? Gibt's da vielleicht einen Hinweis zu? Die Orchidee ist sehr verbreitet. Die gibt es in jedem Blumenladen. Verdammt. So, was haben wir da? Die Origami-Figur.
Keine Abdrücke oder Hinweise. Papierzusammensetzung ist aber cool. Hilft nicht gerade viel. Okay. Nur ein Origami-Geschäft in der Stadt. Okay. Okay. Verstehe. Wäre eine Spur, ne? Wäre eine Spur. So, mehr haben wir erstmal nicht. Das heißt, wir gucken als nächstes mal in die Akten. Auch nice gemacht. So, der Origami-Killer, die Opfer. Hier, öffnen wir erstmal. Hallo? Öffne. 8 Opfer in den letzten 3 Jahren. Alles Jungen im Alter zwischen 9 und 13. Keine Anzeichen von Gewalt. Die Opfer verschwinden tagsüber von öffentlichen Plätzen. Niemand bemerkt irgendwas. Die Leichen tauchen nach 3 bis 5 Tagen auf. Ertrunken. In Regenwasser. Okay. So, wie ist denn der Modus operandi? Warte mal, wie, was? Können wir es analysieren? Eine Geoanalyse oder was? Na, wo die Leichen gefunden wurden, ne? Neben dem Fundort der Leichen ist immer eine Bahnlinie. Aha. Alle Opfer sind im Herbst verschwunden. Okay, okay. Können wir nochmal eine Geoanalyse machen, wo die Opfer gefunden wurden? Der Killer hat einen großen Aktionsradius. Er gewinnt schnell an Sicherheit und verlässt den Ausgangspunkt. Was das Geoprofiling nicht einfacher macht. Ah, schau. Na gut, dann gucken wir uns mal kurz den Origami-Killer an sich an. Hallo? Schnell. Das gleiche Ritual. Ein Origami in der Hand, Orchidee auf der Brust. Die Opfer sind beim Auffinden weniger als 6 Stunden tot. Sie sind also noch ein paar Tage am Leben, bevor sie ertränkt werden. Über 3500 Menschen befragt. Mehr als 100 Verdächtige verhört. Und keine einzige Spur. Ist nicht gut. Der Killer ist weiß, zwischen 30 und 45. Er ist intelligent, ruhig und entschlossen. Ein organisierter Typ, fährt ein Auto. Er ist wahrscheinlich angestellt, aber er hat auch freie Zeit. Okay, das war ja klar eigentlich. So, hast du denn sonst noch was Schönes, was du ausprobieren möchtest? Analysieren? Eigentlich nicht. Okay. Was haben wir denn sonst noch? Man muss Karte. So, vielleicht bin ich jetzt gerade auf die Umgebung gegangen, warte. Karte. Okay. Na gut, dann lass uns Ari schließen. Vielleicht können wir jetzt mit dem Sarge reden. Oh, da hat mir aber unsere digitale Welt besser gefallen als diese... Ach du Scheiße. Was passiert denn jetzt? Nebenwirkung? Naja, sieht auch nicht so gesund aus irgendwie. Ich wasche mir lieber das Gesicht. Nee. So. Ja, dann steh mal auf, mein Guter. Ich glaube, wir sind ein bisschen zittrig auf der Bene. Ich werde sonst ohnmächtig. Oh. Alles okay. Ich weiß, ich schaff das. Okay. Ich weiß, ich schaff das. Ja, vielleicht auch nicht. Büro nehmen oder Büro verlassen? Ich würde das Büro verlassen. Hier draußen kann man wenigstens jemand helfen, wenn ich umfalle. Oh. Ist alles in Ordnung, Sir? Ja, wo ist jetzt die Toilette? Da. Sicher? Keiner. Ja. Keiner darf es sehen. Wie, keiner darf es sehen? Was denn? Boah. Alter, das sieht echt nicht gut, Alter.
Nein! Ich muss doch... Ja. Achso, okay. So, mach schnell ein bisschen kaltes Wasser ins Gesicht. Nacken. Sind wir überhaupt auf der richtigen Toilette oder sind wir auf die Frau... Oh, nee, okay. Wir fragen, ob wir, sind wir aufs Damenklo gegangen? Nee, nee. Wahrscheinlich hätten wir jetzt auch aufs Damenklo gehen können und dann hätten wir uns quasi ertappt vorgefunden von der Polizistin. Was machen Sie hier, Sie Schwein? Oh, da ist ja Ethan Maus. Ethan! Die alte Lederjacke wird er überall kennen. Das ist Lieutenant Blake, Mr. Maas. Erzählen Sie ihm, was passiert ist. Es war heute Nachmittag. Ich ging in den Park mit meinem Sohn Sean. Wir haben ein wenig zusammen gespielt. Dann wollte er auf das Karussell, also setzte ich ihn auf eines der Holzpferde. Und als ich mich umdrehte, war Sean verschwunden. Dass er verschwunden ist, lässt er natürlich und jetzt exakt aus, ne? Wie viel Uhr waren Sie im Park? Überlegen Sie genau, Mr. Maas. Hast du die Uhrzeit gemerkt? Sein. Es war ungefähr... Uhr 30, glaube ich. Ich bin nicht sicher. Was trug Ihr Sohn, als er verschwand? Er trug eine Jacke. Welche Farbe? Ich glaube, die war grün. Das ist die grün, okay. In grün. Und eine Hose. Jeans, oder? In schwarz, oder was? In beige. Oh. Ja, wie konnte Sean verschwinden, ohne dass Sie es merkten? Waren Sie nicht bei ihm am Karussell? Ich kann es nicht lesen. Das ist interessant, man wird oft so unter Druck gesetzt dadurch. Ich erinnere mich nicht genau. Es ging alles viel zu schnell. Ich wollte eigentlich Blackout sagen. Sie waren mit Ihrem Sohn nach der Schule im Park. Sie meldeten sich hier um 20.15 Uhr. Warum sind Sie so spät zur Polizei gekommen? Gesucht, gewartet, Panik. Ich habe gesucht. Ich war in der ganzen Nachbarschaft. Ich dachte, er könnte nicht weit sein. Hatte Sean möglicherweise Schwierigkeiten, Mr. Maas? Irgendeinen Grund, wegzulaufen? Naja, eigentlich nicht. Nein, nein, ich glaube nicht. Gab es Ärger in der Schule? Irgendwelche Probleme zwischen Ihnen und Ihrer Frau? Das sind jetzt aber zwei Fragen, das ist jetzt aber unfair. Sag ich trotzdem nein. Nein. Es gab Ärger in der Schule. Nichts Besonderes. Okay, das war's für den Moment. Sie können gehen, Mr. Maas. Wir suchen Sean die ganze Nacht. Wir werden uns melden, wenn wir sie brauchen. Das ist interessant. Ansonsten hört man eigentlich nein, erst nach 48 Stunden. Glauben. Richtig. Glauben Sie, der Origami-Killer? Hören Sie, vermutlich ist Ihr Sohn nur weggelaufen und kommt bald wieder. Und wenn es der Origami-Killer ist? Dann haben wir noch 4 Tage, um ihn lebend zu finden. Tja, wahrscheinlich nicht das, was er gerade hören wollte. Wollte ich gerade sagen, also ist, glaube ich, das Letzte, was du hören willst. Mhm. Haben Sie was? Nein, noch nichts. Aber Sie suchen die ganze Nacht. Glaubt man, dass es der Origami-Killer ist? Grace, das kann man noch nicht sagen. Aber es ist eine Möglichkeit. Auch das, was die Mutter nicht hören will. Was ist passiert, Ethan? Wie konntest du Sean verlieren? Du hättest ihn nie aus den Augen lassen sollen. Ja. Verdammt, ist es denn so schwer, auf ein Kind im Park aufzupassen? Warum hast du ihn allein gelassen? Warum? Hat Jason zu verlieren nicht gereicht? Entschuldige. Das wollte ich nicht sagen. Ich vermisse ihn so sehr. Ha ha ha.
dich vermissen. Diese Nahaufnahmen sind manchmal schon krass. Irgendwie so, Guck dich da so ein Typ an. Ja. Scott! Na, mit der Mutter mal solltest du mal neben der Nase auf jeden Fall zum Hautarzt. Sollte da mal jemand aufschauen. So. Dropsy. Okay. Stehen wir vor der Tür? Ach so. Ja. Guten Abend. Schönen guten Abend, Sir. Kann ich Ihnen helfen? Das hoffe ich. Ich bin Scott Shelby, Privatdetektiv. Ich ermittle im Fall des Origami-Killers. Ich hätte ein paar Fragen. Mein Sohn ist tot, Mr. Shelby. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ich habe auch jemanden verloren. Ich weiß, was ich fühle. Dann verstehen Sie auch, dass ich darüber nicht reden möchte. Sean retten? Sie wissen vielleicht etwas, das Leben retten könnte. Ich konnte das Leben meines eigenen Sohnes nicht retten. Ich verstehe nicht, wie ich das Leben anderer retten könnte. Haben Sie Inhalatoren? Meiner ist alle. Dann war ich wenigstens nicht ganz umsonst hier. Ja, ganz hinten, rechts. Warum sieht denn der Laden so aus, wie er aussieht? Was? Ja, hier, guck dir mal den Gang an, hier. Was ist hier los? Chips, unten auf dem Boden, alles. Die Reinigung, hallo? Nein. Ja, das ist, war wahrscheinlich ein Kifferballer. Und Chips, ich will Chips kosten. So, was haben wir da? Asthma. Das ist das Beste. Guten Abend. Wer bist denn du? Suchen Sie nach etwas Bestimmtem? Panikknopf! Schnell, hol die Shotgun raus! Benny! Los, die Benny-Gun muss raus! Mach die Kasse auf, Arschloch! Hol das Geld raus! Die Kameraperspektiven sind echt mega. Mach jetzt die scheiß Kasse auf, Mann! Genau, nein, schleich dich heimlich an. Sie haben nicht das Recht, mein Kamera? Geld zu stehlen. Ich habe hart dafür gearbeitet. Ja, nicht durch die Chips laufen. Was hast du gesagt? Ja, sieht gut aus, das sieht gut aus. Kapierst du es nicht? Hast du sie nicht alle? Nein! Sie! Kommen Sie! Ich hab's extra langsam gemacht. Kommen Sie her! Hände hoch! Hände hoch! Keine Bewegung, oder ich schieße! Ganz langsam, beruhig dich, Junge. Noch ist nichts passiert. Du kannst doch einfach gehen. Sei vernünftig. Keine Panik. Ganz ruhig. Niemand will sie verletzen. Wir bleiben alle ganz ruhig und alles wird gut. Ja, ich bin cool. Alles wird bestimmt wieder gut. Was hast du gesagt? Vernünftig? Okay. Hey, das ist es nicht wert. Weg mit der Waffe. Und gehen Sie. Quatschen Sie mich nicht voll. Kümmern Sie sich um Ihren Scheiß. Helfen? Ich frage erstmal nach seinem Namen. Ich bin Scott. Ach nee. Und Sie? Wir erzählen unseren Namen. Wie heißen Sie? Eine persönliche Bindung herstellen. Ich heiße Andrew. Komm, Andrew. Andrew ist echt nicht clever, Alter. Und wo wohnst du? Wir werden ganz bestimmt eine Lösung für das hier finden. Komm, wir machen. Haben Sie jemanden, denen wichtig ist? Eine Freundin? Familie? Ja, ein kleines Mädchen. Ein kleines Mädchen. Sie heißt Jessica. Was würde Jessica jetzt von Ihnen denken? Wahrscheinlich nichts. Fragen Sie sich, was wird aus ihr, wenn es schief geht? Nichts Schlimmes. Noch nichts Schlimmes passiert. Los, komm. Sie haben noch nichts Schlimmes getan. Wenn Sie die Waffe wegnehmen, vergessen wir, was passiert ist. Und das war's dann.
Sie gehen einfach. Nichts Schlimmes? Oh, Scheiße, Mann! Was glauben Sie, was ich hier mache? Tja, gleich in den Knast gehen. Nicht schlecht. Fast hätte ich die Scheiße geglaubt. Und jetzt? Los, Benny, nimm die Waffe weg! Ich geb mein Bestes. Los, er ist doch nur ein Junkie. Komm, er kann doch nichts. Nein, lass dich nicht von einem Andrew verkloppen. Andrew! Los! Ist okay. K.O. Hammer. Nice. Tausend Dank, Sir. Ich weiß nicht, was ohne Sie hier passiert wäre. Na, dann war ich nicht umsonst hier. Schönen Tag. Als mein Junge, Reza, einfach so, verschwand, tschüss, ne? Bekam ich einen Brief mit einem Schließfachschein. Im Schließfach fand ich diesen Karton. Ich weiß nicht, was es bedeutet, aber es ist wahrscheinlich eine Nachricht von dem Mann, der mir meinen Sohn genommen hat. Darf ich? Lass uns mal reinschauen. Ein Origami drauf? Bitte. Nehmen Sie den Karton. Vielleicht nützt er Ihnen etwas. Mir hat er nicht geholfen, Reza zu retten. Aber vielleicht hilft er Ihnen, den kleinen Jungen zu finden. Mr. Shelby? Ich glaubte schon langsam, dass man nichts Gutes an diesem Ort finden könne. Aber ich habe mich geirrt. Sag mal, sind wir eigentlich nicht rein, um uns ein Asthma-Spray zu holen? Der Tom hat es geklaut. Achso, okay, cool. Ja. Ja, muss mal ein Fuchs sein, verstehst du? Jetzt lernen wir quasi die vierte spielbare Figur, den vierten spielbaren Charakter kennen, Paige. Paige finde ich tatsächlich sehr attraktiv. Paige hat auch eine ziemlich geile Wohnung. Das war mal so feststellen, Alter. Ey, die haben ja alle paar Schlüssel. Hey, Hallöchen. So, was wollen wir denn machen? Wir machen als erstes mal Fernseher. Ah ne, Fernseher aus. Als nächstes können wir uns Ruhe. Was machen wir jetzt? Ich finde, wir sollten duschen gehen, Benny. Wir sollten unbedingt duschen gehen. Oh, warte, wo? Okay, ja, wir sind ja gerade frisch aufgestanden. Hast vollkommen recht. Spaß. Nein, was? Spaß. Wir sollten uns erstmal vielleicht irgendwie, was ist ja abends, wir sollten uns vielleicht was zu trinken machen oder irgendwas. Oder was zu essen. Okay, was zu trinken machen, finde ich auch schön. Das macht man. Einen Drink machen, ja. Was ist das? Zelda. Okay. Hoffentlich. Hoffentlich kein Weißwein. Einmal direkt aus der Pulle. Flasche, Kind. Ich hätte es gefeiert, wenn sie so irgendwie gerülpst hätte. Okay. Wo könnten wir hier hin? Hey. Vielleicht guckt ihr mal den Laptop an, wenn er stand. Oh, wir könnten schlafen gehen. Nee, warte, ich will kurz was gucken. Warum? Wir gucken nur raus, oder was? Ja, was er macht, ich find's gut. Bin ich ehrlich, sieht toll aus. Okay. Was war das hier? Eine Lampe. Ein Lämpchen anmachen.
Mach mal die Tür aus. Die stört. Okay, du sagst, du willst an den Computer hier vorne ran. Also wenn wir können, irgendwie. Genau. So, gib doch mal ein www.bennyundsteve.youtube oder umgedreht, besser gesagt, .de. Jetzt gucken wir mal. Aber, ja. So, wir spielen immer noch Farmville. Wir müssen erstmal gucken, wer uns gerade wieder virtuelle Nutzvieh zugeschickt hat. So. Wir haben aber keine Information rausgefunden, was wir jetzt da gemacht haben. Also wir haben E-Mails gecheckt anscheinend. So, wo können wir hier hin? Ich finde, die läuft echt toll. Ich muss das mal feststellen. Haben sie gut gemacht? Sieht gut aus. Ja, warte, mal gucken. Also, sieht sehr elegant aus. Ja, mir geht es jetzt ja nicht mal unbedingt so um die sexuelle Komponente, sondern sieht halt wirklich sehr elegant aus, wie sie läuft. Alter, was ist denn das für ein Waschbecken, Junge, ey. Schön, so eine Industrieetage, weißt du? Okay, haben wir Reinigungszeug? Oh, hier haben wir eine Badewanne. Wir uns ein Bad. Ich hab deinen Unterton gehört gerade, Benni. Oh, warte mal, dann nimmst du noch eine Dusche. Hallo? Okay! Jetzt weiß ich hallo, nicht. Hallo, YouTube! Hallo, Twitch! So, falls der Stream jetzt gleich weg ist, wisst ihr wieso. Schön! Finde ich gut. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ja, das aber okay. Ich auch nicht. Aber lehnt euch zurück. Genießt es. Ich trockne uns mal schnell wieder ab. Ja, der Chat feiert es auf jeden Fall. Macht jetzt auch nicht besser, wenn ich so eine Handbewegung machen muss, um mich abzuholen. Sieht schon schlimm aus. Ja. Ja. Lass doch, das brauchst du nicht. Lass es liegen, Benni. Wir ziehen das Abenteuer so durch. Ach, schön, schön, schön. Und ich dachte, sie geht jetzt in die Badewanne und nicht, naja, egal. Warte, ich war noch. Hier, da, warte. Was ist das? Tablettchen. So, ich hab's am Anfang des Let's Play schon mal erwähnt, irgendwie, man sieht hier sehr viel nackte Haut irgendwie und eventuell auch mal eine Sexszene. Ja? Seid also vorgewarnt, wenn euch das nicht ist, guckt euch lieber ein anderes Video auf dem Kanal an. Ja? Oder ihr bleibt einfach dran und lasst euch überraschen, was passiert. So. Können wir dann eigentlich jetzt nochmal duschen gehen? Ach, Benni, Alter, du. Alter, nimmer satt. Okay, warte mal, hier kommen wir noch rein. Okay. Bei mir ist gerade ein Fenster aufgeploppt, Alter. Ja, folgt mich ja schon auf die Aufnahme. Ach, schön, Benni. So ein kleines Fenster, was genau gerade da drüber war. Perfekt, Alter, perfekt. Okay. Schön. Wir gehen mal wieder raus. Oh, wir können sogar uns ein bisschen kuschelig machen. Schön, schön, schön. Im Bad kuschelig? Ja, wie? Mit? Ja, Klopapier wird überbewertet. Ja, mit dem Toilettengang haben das die Charaktere hier nicht so. Oh, was ist denn los? Moment, wer war da am Kühlschrank? Ethan! Was ist denn da los? Na, dann müssen wir doch mal glatt gucken gehen. Mann, ich finde, wie die junge Dame läuft, ich finde das richtig hypnotisch. Was war das? Nimm dir Küchenmesser, Benni. Okay. Riecht das aus.
Hier ist jemand. Hier ist jemand in der Wohnung. Das Telefon auf dem Tisch. Ich könnte Hilfe rufen. Die Tür. Na, das machen wir mal. Der einzige Weg nach draußen. Wenn ich sie erreiche, habe ich noch eine Chance. Tür oder Telefon, Steve? Was sagst du? Tür. Mach auf das Ding! Los, mach den alle, Benny! Ich versuch, also ich gebe mein Bestes. Jawohl! Gib's ihr mit der Leiter! Du mein Eck! Warte, das sind zwei Meter! Tritt, Benny! Tritt um dich! Ich wehre dich! Ich komm an scheiß Mikro! Genau! Ah, los! Jetzt hat der ein Messer! Alter! Sehr gut, schön ausweichen, Benny! Los, zwischen die Augen treten! Dritter? What the fuck? Nein, au! Benny, wehr dich bis aufs Messer, Alter, genau. Mike Tyson-mäßig Ohr abbeißen. In die Augen stechen. Ich hab doch. Ach du, ich hab R gedrückt. So, liebe Damen der Runde. Denk dran, immer in die Weichteile treten. In die Augen, auf den Kehlkopf. Da, wo es weh tut. Und so fest zuschlagen, wie ihr könnt. Und wenn ihr ihn ein Auge ausstecht. Mit dem Finger. Egal. Jawoll! Scherbe! Genau, so muss das laufen. Zack. So, okay. Ein Bart. Was haben wir hier? Was können wir nehmen? Da ist noch der dritte, das ist ja toll. Okay. It was a dream. Ja, deswegen sollte man halt auch nicht irgendwie Derek zum Einschlafen gucken.